Vor den Toren Halberstadts wird rangeklotzt. Schwere Baufahrzeuge bewegen die Erde auf dem 36 Fußballfelder großen Gelände. Hier wird das größte Logistikzentrum der Daimler Truck AG aus dem Boden gestampft. Ab 2025 sollen von hier aus Lkw in der ganzen Welt mit Ersatzteilen beliefert werden. Es ist das zentrale Logistikzentrum für Mercedes-Benz Trucks weltweit, also Südamerika, Asien, Europa und natürlich auch Deutschland. Genialer Standort in der Mitte Europas, passt hervorragend, auch von den Verkehrsanbindungen her. Investitionen von 500 Millionen sind kein Pappenspiel, das ist unser größte Logistikinvestment, das wir gemacht haben, überhaupt als Unternehmen. Insgesamt 600 Mitarbeiter sollen in Halberstadt arbeiten. Bereits zum Jahresende können sie sich für den neuen Daimler-Standort bewerben. Gesucht werden Handwerker, Fachkräfte mit kaufmännischer Ausbildung und Logistiker. Nach der Grundsteinlegung setzt die Stadt jetzt alles daran, Fachkräfte zu locken. Derjenige, der sich im Raum Halberstadt für eine Jobanzeige interessiert, der kriegt auch gleich noch dazu sein Wohnungsangebot und der bekommt auch die Aussage, er kriegt den 48-Stunden-Kita-Platz. Also alles, was wir irgendwie miteinander verbinden können, was die Leute nach Halberstadt und dann auch zu unseren attraktiven Unternehmen zieht, werden wir machen. Eine Zukunft im neuen Daimler Logistikzentrum. Die Halberstädter haben da unterschiedliche Erwartungen. Teilarbeitsfirmen gibt es hier ohne Ende und das lohnt sich nicht. Ja, also Daimler ist super für Halberstadt. Weil das ist schon so eine Gewohnheitsstadt, kann man sagen. Hier läuft halt alles so seinen gewohnten Gang und es wäre mal schön, wenn so neuer, frischer Wind reinkommt, auf jeden Fall. Ich finde es sehr schade, dass unsere gute Erde dafür genutzt wird. Ich sehe auch, dass so viele Hallen leer stehen. Hätte man nicht auch mal leere Hallen umbauen können? Geht der wirtschaftliche Aufschwung also zulasten der Natur? Und das bedeutet ganz einfach, dass ein großes Speichermedium, eben der Boden, für Kohlenstoff, den wir einfach brauchen als Speichermedium, den Boden, eben um den Klimawandel auch entgegenzuwirken, uns verloren gehen wird. Doch dafür ist der Zug oder Truck jetzt abgefahren. Als Trost will Daimler Truck seinen neuen Standort zumindest CO2-frei betreiben.